Langsam oder sollen wir es schneller machen? Also, was denn jetzt? Achso, das ja, Gespenster machen. Ja, Gespenster machen wir doch. So wie wir es immer machen, finde ich gut. Eine wahre Geschichte, wie eigentlich fast alle unsere Lieder auf wahren Geschichten beruhen. Diese hat sich so zugetragen vor einigen Jahren, als ich Samstagabend auf dem Sofa saß. Ist Folgendes passiert. Aber zuerst kommt noch ein Solo. Samstagabend, Mitternacht und das Programm mal wieder flach. Im Fernsehen kommt der letzte Dreck, ich glaub, ich geh schon mal ins Bett. Ich zieh mein bestes Höschen an und kuschel mich an meine Liebste ran. Vielleicht geht heute Nacht noch mehr, ist ja schon wieder Wochen her. Bin gerade auf Tuchfühlung mit meinem Schatz, da kommt mein Sohn hereingeplatzt. Die Haare zu Berge und kreidebleich, steht er vor mir und sagt ganz leis: Papi, da sind Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster. Ich sehe Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster. Netter Trick, du bringst mich hier um einen guten Verflixt. Nochmal ist ja schon gut. Ich komme mit. Ich spreche finster mein Gebet, ein Vortrag über Lügen und dass es so nicht geht. Da stehe ich plötzlich mitten im Raum und traue meinen Augen kaum. Ein weißes Licht, eine böse Fratze, ich flüchte unter die Matratze. Und bin ich schlafend oder bin ich wach vor unserem Haus? Tobt die Walpurgisnacht. Da sind Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster. Da sind Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster. Come on, ich bin. Na gut, hab früher mal etwas genommen, aber so eine Fata Morgana kriegt man doch nicht von Marihuana. Da sind Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster. Ich seh Gespenster vor meinem Fenster. Gespenster vor meinem Fenster.